Willkommen zurück. Und zwar haben wir ja jetzt nochmal den Anfang gesehen, wie Helena von irgend so einem Viech angegriffen wird und die dann das Zeichen an ihrem Rücken befestigt hat oder was auch immer. War sehr merkwürdig. Jedenfalls haben wir ein bisschen mehr gesehen als beim Anfang. Und jetzt sprechen wir nochmal mit Helena. Ich werde alles dagegen tun, dass du zu dieser Bestie wirst. Ich kann mich kaum an das Erntefest erinnern. Ich habe wohl viel Ärger bereitet. Ich frage mich, was aus allen geworden ist, die dort waren. Ich habe immer gern gesungen, schon als kleines Mädchen. Bei diesem Erntefest war ich das allererste Mal in Helikon. Da waren so viele Menschen. In einer großen Stadt ist es wohl immer wie auf einem Fest. Ich kann nicht glauben, wie viel Ärger ich ihnen bereitet habe. Ich muss es wieder gut machen. Du kannst doch nichts dafür, mein Gott, Mädchen. Obwohl jetzt das Lied nicht so nach meinem Geschmack ist, ja. Aber denen scheint es gefallen zu haben. Wir gehen nochmal kurz zu Mafta. Helena ist ja super jetzt mit ihrem Status im Moment. Ja, ich habe ein bisschen Fleisch übrig, das darfst du alles haben. Und dann gucken wir mal, was du jetzt Neues hast. Verstärkt die Kette, das machen wir gleich. Und das andere nehme ich alles nicht. Blumensamen, Taktikhandbuch, steigert Geschick. Das haben wir, das haben wir, das haben wir. Quecksilber, bla 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 bla. Nichts besonders Neues. Also dann würde ich sagen, machen wir einmal den Gürtel und einmal das rote Tuch. Oder? So viel haben wir nicht. Erstmal rotes Tuch. Und dann irgendwann später mal dieses komische Wasser. Entschuldigung. Und ich bin schon eine Weile. Und Taktikhandbuch. Irgendwann. Nee, verkaufen links, aber reparieren. Wir sind beim Kampf ein bisschen beschädigt worden. Was ist das? Der Amethyst ist zersplittert und so zu nichts mehr zu gebrauchen. Ach so. Und was macht er? Ja, okay. Violetter Edelstein, dessen hinreißendes Funkeln Schwindel auslösen kann. Okay. Nicht mal das Schwert ist zerbrochen, sondern irgend so ein komischer Gegenstand. Waffen verbessern? Haben wir jetzt eigentlich genug? Ich habe keine Ahnung. Quecksilber fehlt uns immer noch. Hier, nimm das mit. Du musst mir dafür nichts bezahlen. Wir helfen einander doch, nicht wahr? Die Armee hat eine Fahndung nach einem Mädchen namens Helena sowie ihrem Begleiter, einem Jüngling mit goldenem Haar, eingeleitet. Die Gesuchte war auf dem Erntefest als Sängerin beschäftigt. Das ausgesetzte Kopfgeld ist ungewöhnlich hoch. Einwohner des Heimatdorfes von Helena, das im Norden liegt, haben den goldhaarigen Burschen nach eigenen Angaben dort gesehen. Gerüchten zufolge handelt es sich um einen Soldaten aus dem Königreich Artus. Armeesprechern zufolge ist er wahrscheinlich ein Spion der Armee von Artus. Die Eltern der Gesuchten konnten doch in ihrem Verhör keine genauen Angaben über den Verbleib der beiden machen. Es gibt Stimmen, die einen Vergeltungsschlag gegen Artus fordern. Die nächsten Aktionen der Armee werden mit Spannung erwartet. Nun denn, bis bald. Er ist so ein Mist. So ein Mist. Also jetzt mal, wie viel Quecksilber habe ich denn? Ich habe hier. Haben wir nicht irgendwas noch? Nix. Nix. Und das packen wir jetzt weg. Was ist das? Quelle des Lebens. Nee, ich will die Info lesen. Dieser Stein erhält seinen Trägern auch schwer verwundet am Leben. Aha. Aha. Anlegen mit C. Nee. So. Effekte. Keine Erschöpfung, automatische Wiederbelebung. Cool. Das packen wir mal in die Truhe. Das packen wir in die Truhe. Das packen wir in die Truhe.
Spitzer Reißzahn. Ein geschliffener Reißzahn, der die Angriffe seines Trägers verstärkt. 1, minus 10. Die Rüstung ist ein minus 12. Außerdem habe ich schon einen. Sorry. Schießpulver. Lymphpere brauche ich. Das brauche ich auch. Das andere brauche ich auch. Okay. Alles weg. Alter, die dreht er da hinten richtig auf. Schön, dass es ihr so gut geht. Jetzt schenken wir noch schnell was. Und dann geht's in den nächsten Turm. Stopp, stopp. Ich will erst nochmal in den Keller. Danach. Weil vielleicht ist dann wieder was anderes da. So, hallo? Danke für alles, Aaron. Ja, passt schon. Rotes Tuch. Geschenk geben. Roter Stoff. Ich kann bestimmt etwas machen, das ein wenig Farbe in diesem Raum bringt. Vielleicht eine Bettdecke oder eine Tischdecke. Was hättet ihr lieber, Aaron? Naja, wir haben ja die Tischdecke, wobei ich nicht sehe, dass die blau ist. Und dann will ich lieber eine Bettdecke. Hoffentlich brauchst du dafür nicht so lange wie mit der Tischdecke. Eine Bettdecke? In Ordnung. Hoffentlich hilft sie euch gut zu schlafen. Eigentlich schenke ich eher was. Warum schenkst du es mir dann eigentlich wieder zurück? Niemand hat mir das Singen beigebracht. Ich habe damit angefangen, weil ich es liebe. Ja, Aaron? Okay, wenn du das sagst, dann können wir nicht mehr miteinander plaudern. Dann sagt sie nichts anderes mehr. Und jetzt gehen wir nochmal kurz in den Keller und dann gehen wir zum nächsten Turm. Und ich habe immer noch keinen Schlüssel bekommen, damit ich die komischen Türen aufschließen kann. Hm, merkwürdig. Und es leuchtet wieder überall rot. Unlesbare Notiz. Eingesackt. Noch irgendwo, irgendwo was? Irgendwo, irgendwo? Nö, sieht nicht danach aus. Dann können wir jetzt nochmal mit ihr sprechen und die Notiz abgeben. Und dann geht's aber wirklich zum nächsten Turm. Versprochen. So. Könnt mir ja mal in den Kommentaren schreiben, wie ihr die Musik von der findet. Also am Anfang beim Trailer fand ich es ja ganz nett, aber wenn die jetzt die ganze Zeit da steht und das singt, dann kriege ich einen Knall. So, um Übersetzung bitten. Das ist es also, was ich für euch übersetzen soll. In Ordnung, kein Problem. Dankeschön. So. Und weiter geht's. Quellsteinwacht. Oh nein. Zur Quellsteinwacht? Ich weiß schon, was der Endgegner ist. Quellsteinwacht, das haben wir jetzt schon das dritte Mal vorgelesen. Oh Gott, nein. Oh Gott, nein. Warum erinnert mich das irgendwie an den Unterwassertempel von Link? Der Knabe hat Gott sei Dank nur zwei Ketten, nicht drei. Dacht schon. Das scheint ein Gott des Aios zu sein. Er trägt Ketten und ein Wassersymbol. Hätte ich jetzt nicht erwartet. Oh Gott, nein. Da ist eine Tür, wir gehen mal rum. Vielleicht liegt ja hier noch was rum. Aha. Nein, keine Kiste, kein gar nichts. Es war nur ein Rundgang. Supi, dann ab durch die Tür. Das ist ein Wasserrad. Es ist aber nicht im Wasser. Da ist ein Gegner mit dem Schwert. Hallo. Oh, hast du dein Schwert verloren? Das tut mir aber jetzt unglaublich nicht leid. Kann ich das Ding öffnen? Haha, cool. Entschuldigung. Ich hab dich ja erstochen mit deinem eigenen Schwert. Das ist doch geil.
Bisschen Fleisch, yay. Da können wir uns rüberschwingen. Kann ich nicht kaputt hauen. Ins Wasser möchte ich nicht unbedingt. Ich weiß nicht, ob der Knabe schwimmen kann. Da drüben ist wieder ein Putzel mit dem Schwert. Gucken erstmal hier lang und überall. Alles steht unter Wasser. Nymphenwasser. Hier oben kann ich noch nichts machen. Kann ich auch doch da. Ja. Hoch mit dir. Und dran. Und schwingen. Das mit dem Schwingen habe ich noch nicht so ganz raus, ja. Sag bloß, der ist tot. Ach du Heiliger. Das einzige Gute daran ist, es kann schon mal kein Unterwasserkampf sein. So, gehen wir mal durch diese Tür. Oh, neuer Gegner, hallo! Sieht auch ein bisschen aus wie die Echsen von Link. Ein bisschen. Oh, ja, genau. Harte Schuppe. Wie so ein Torpedo. Das erinnert mich an den Kampf mit One Piece, mit Ruffy und dem Säbel-Along, dem Säbel-Fuzzi da, dem Wasser-Fuzzi, wo sie Nami befreit haben. Der ist auch immer wie so ein Torpedo da rausgeschossen und hat ihn dann versucht zu erstechen. Pass auf. Vielleicht soll ich nicht ganz so viel. Ich will die Kette wieder haben, ich will doch nicht. Nehmen wir mal seinen Kopf. Auch nur eine harte Schuppe. Lysion-Scherbe. Super, wir können uns teleportieren. Und das wird auch gleich. Ich glaube, ich habe jetzt den Körper genommen, obwohl ich eigentlich ja, die Beine nehmen wollte. Da glitzert was. Aber irgendwie. Quecksilber. Ja, jetzt können wir unsere Waffe verstärken. Cool. So, und das war's. Das war's. Drei Gegner, die mich halbtot gemacht haben. Eine Kiste. Okay, wo was echt Wichtiges drin war. Und, ja, okay, es war ganz gut, der Raum. Nächster Raum. Ich bekomme sie nicht auf. Die Tür ist anscheinend von der anderen Seite zugesperrt. So. Wow, wow, wow. Geht's noch? Ich kann ihm irgendwie das Schwert nicht wegnehmen. Die Beine wollten wir mal haben. Großer Knochen. Ich bräuchte nasses Fleisch. Keinen großen Knochen. So, hier ist nichts. Da drüben haben wir alles gemacht. Die andere Tür geht nicht auf, dann geht's nur noch hier lang. Wenn die jetzt abgesperrt gewesen wäre, hätte ich keinen Schimmer gehabt, wo wir hin müssen. Große Kiste. Wand. Große Kiste. Er kann sie nicht schieben. Wie soll ich das denn machen? Ja. Natürlich. Natürlich, er stellt sich nicht nach vorne und, wäre ja auch viel zu blöd. Macht es lieber so. Oh, komm, schon. Reicht. Dacht schon. So, seltsame Körner sind in der Wand. Wenn der blaue Punkt immer so hin und her wackelt, tut mir echt leid, wenn es stört. Aber ich spiele das nicht so oft und
Irgendwie ist meine Hand dann ein bisschen zittrig, keine Ahnung. Ich kann die nicht so lange ruhig halten. Das strengt voll an. So, hier ist nichts, es blinkt auch nichts. Überall tropft es. Ich habe nur Bestienfleisch, was mir ein bisschen gegen den Strich geht. Also ich möchte hier gerne noch ein bisschen erkunden. Helena, müssen wir auch immer ein Auge drauf haben. Warte mal, du leuchtest, heißt, du gibst was Besseres als deine Kumpel. Und ich habe jetzt schon wieder das Falsche gedrückt. Und schon wieder. Ich will dich nicht nach unten kicken. Ja, ich lasse mich von den beiden kalt machen und natürlich habe ich ihn nach unten gekickt. Scheiße. Mist, wenn es so weitergeht, dann muss ich mir vom Mafter vielleicht wirklich mal Heiltränke besorgen. Und abwärts. Hilfbeere, ha, gut. Kupfermünzen nicht so gut. Und hier durch. Irgendwas ist im Wasser. Mhm, ich hab's gesehen. Eine harte Schuppe. Ich glaube nicht, dass es ihm so weh getan hat. Hier ist nichts. Okay. Wir machen die beiden hier noch kalt. Und dann war es das erstmal mit dem Wassertempel. Ich versuche sie zumindest kalt zu machen. Oh, cool. Ich wurde gerade angespuckt. Nicht so cool. Jetzt komm, stirb doch einfach. Warum seid ihr denn so hartnäckig? Harte Schuppe, ich brauch Bestienfleisch. Gott. Toll. Wenn ich die jetzt nochmal machen darf. Das ist jetzt nur, sind das jetzt zwei oder ist das nur einer? Das ist nur einer. Ach, Gott sei Dank, die haben sich's gemerkt. Bestienfleisch, toll. Und scheiße. Los, komm mit. Ja, Entschuldigung. wir sehen uns dann bei der nächsten Folge wieder. Bis dann. Ciao.